Gute Musik, gutes Essen und einfach wieder ein paar Stunden gemütlich und unbeschwert beisammensitzen. Das ist vielen Menschen in den letzten Monaten schmerzlich abgegangen. Die Marktgemeinde Laxenburg hat aus diesem Grund ein kleines Sommerfest im Rathauspark organisiert. Und sowohl der Andrang als auch die Freude darüber sind groß. Ich denke, man sieht es. Und Frau Wohlfahrt und ich, meine Vizebürgermeisterin, wir haben natürlich sehr viele Gespräche geführt die letzten Tage und Wochen, wo es wieder möglich war. Und da haben natürlich alle Leute gesagt, schade, dass so lange einfach keine Veranstaltung mehr sein hat dürfen. Und dass es jetzt, wo es so schön ist, dass es einmal natürlich an der Zeit wäre, sich wieder zu treffen. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und haben dann diesen Abend und diese Abende für unsere Laxenburgerinnen und Laxenburger organisiert. Die Idee war spontan. Es durchzuführen war ein bisschen schwieriger, weil sich natürlich wöchentlich die Situation geändert hat. Wir mussten dann irgendwann einmal einen Masterplan machen, okay, jetzt ist es so, so organisieren wir. Und es hat funktioniert. Also wir freuen uns natürlich, dass es super Wetter ist, dass die Leute es annehmen. Wir wollen es so unkompliziert wie möglich machen. Einfach kommen, genießen, Musik und Essen, gutes Essen. Einfach zusammen sein, was wir jetzt das letzte Jahr eigentlich nicht gehabt haben. Ein Schritt wieder zurück in die Normalität. Einfach wieder miteinander zusammensitzen, die Stimmung genießen, ein Glas Wein, gutes Essen und Spaß haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der heutigen Zeit. An diesem Wochenende werden Pulled Pork und leichte Sommergerichte vom Grill angeboten, zubereitet von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Kaiserbahnhofs. Und dazu gibt es selbstverständlich auch die passenden Weine. Wir haben zwei Arten von Wein, beide natürlich biologisch. Und wir haben die klassische Linie Grüner Veltliner Welsch Riesling und den Zweigelt. Oder auch unfiltriert haben wir einen Blaufränkisch, eine Mischkultur oder die Piroschka zum Beispiel. Mit dem Sommerfest im Rathauspark will die Gemeinde Laxenburg aber auch jenen Menschen danken, die sich während der letzten Monate umeinander gesorgt haben. Persönliche Kontakte können ja nun wieder etwas freier gepflegt werden und das soll auch so sein. Selbstverständlich gelten für den Eintritt zum Fest für alle die 3G-Regeln. Gleichzeitig ist das Fest auch ein bisschen ein Trost für all jene, die in diesem Jahr nicht die Gelegenheit auf einen Urlaub im sonnigen Süden haben. Das stimmt natürlich auch, weil natürlich nicht ganz klar war, auch vor Wochen, Monaten, wo wir das Ganze geplant haben, kann man wieder auf Urlaub fahren, wie wird denn das denn sein? Und da haben wir gesagt, wenn man vielleicht nicht wegfahren kann, warum auch immer, ne? Dann kann man ein bisschen Urlaub hier bei uns in Laxenburg machen. Und deswegen ein paar Mottos sozusagen, ein bisschen mediterran, ein bisschen Barbecue. Ich glaube, das ist Urlaubsstimmung pur hier bei uns im Rathauspark. Einfach wunderschön. Mit den kulinarischen Speisen und der Musik von Buds Banjo and the Coconut Thieves kommt die Ferienstimmung automatisch. Damit so viele Laxenburger und Laxenburgerinnen wie möglich die Gelegenheit bekommen, beim Sommerfest im Rathauspark vorbeizuschauen und auch nicht zu viele Menschen gleichzeitig anwesend sind, wird es kommendes Wochenende eine weitere Gelegenheit zum Feiern geben. Bei lateinamerikanischen Klängen und mehr mediterranen Köstlichkeiten. Und hoffentlich auch bei genauso schönem Wetter und gut gelaunten Gästen.